Herzlich willkommen zurück zu Mit der Erde, Mordor, Schatten, mit der Rezo. Ich bin Rezo und wir besuchen Gollum. Hoppala, hier haben wir erstmal Leute im Weg. So, die da unten kämpfen gegen den Grauk, das können sie gerne machen. Ich habe damit nichts zu tun. Wir laufen hier einfach weiter. Genauso wie die Sklaven da hinter uns. Immer schön weiter. Da haben wir was zum Einsammeln. Das sammeln wir schnell mal ein. Theoretisch hätten wir hier auch eine kleine Mission. Aber die interessiert mich nicht so sehr. Einen Moment bitte. So, und jetzt sollten wir sogar Sound haben. Ja, ich habe kürzlich andere Kopfhörer bekommen. Die sind nicht schlecht, es ist nicht die Schuld der Kopfhörer. Es ist bloß ein anderes Setup, an das ich mich noch nicht gewöhnt habe. Besser geworden. Die haben mir letztens fast ins Bein geschossen, so schlecht wie die Ziel. Das wird wohl so schnell nicht noch einmal passieren. Sie haben jedes einzelne Ziel getroffen. So gut waren sie. Gut, hier ist es nicht. Irgendwo muss doch das Einsammelding sein. Als ich vorhin auf Patrouille war, konnte ich spüren, wie mich etwas beobachtet. Ich glaube, es war dieses seltsame Geschöpf, das Snuggok gesehen hat. Vielleicht ist es ein Spion für diesen Tark. Wir sollten es töten, bevor es ihm Bericht erstatten kann. Nee, mein Spion ist ein Häuptling. So, und ein Stück fallen lassen und einsammeln. Nanichir, Gelaer Mordor. Genau. Ich bin bereit. Und wir machen doch das hier noch. Oh. Einfach nur, weil es so weit oben ist. Dann... Diese Sklaven werden dafür bestraft, dass sie vor Erschöpfung zusammengebrochen sind. Rette sie vor ihren Peinigern. Gut. Ausnahmsweise. Ha. Waren erschöpft, jetzt können sie sich ausruhen. Ich sehe das Problem nicht. Schleichtötung soll ich benutzen. Das kriegen wir hin. Was hier so vor sich geht. Könnten wir es dir immer noch schwer, auf den Beinen zu bleiben, Sklave? Oh. Schleicht hier jemand herum? Ja. Wenn du deine Beine... Bleib mich los! Ich vertrage diese Qualen nicht. So, dieses war der erste Streich. Da drüben hat sich etwas bewegt. Na, komm doch her. Guck's dir an. Komm näher und ich hab dich. Wir brauchen Hilfe. Ja, hör auf mich anzuschreien, während ich hier rumschleiche. Krieg das doch mit. Hab gehört, wenn du den grauen Schleim aus den Sklavenköpfen isst, stell hier dich rüber. Das nächsten Kampf. Mir. Habt ihr das gehört? Sagen, wenn du nur Fleisch von den Beinen frisst, macht dich das schneller. Aber was, wenn man alles isst? Kriegt man da nicht Verbesserungen für alles? So, sehr schön. Das Einzige, was noch übrig ist, ist eine Kiste voll verrotteter Fische. Ist doch gut. Was habt ihr gegen Fisch? So, du bist frei. Wenn du dann da aufhörst, die ganze Zeit rumzuschreien. Okay, er hört nicht auf, rumzuschreien. Er hat nur zu lange nichts getötet, das ist alles. Was? Habt ihr das gehört? Komm her. Komm. Noch ein Stück. Und ich hab dich. Waren wohl Ratten, ganz sicher. Hä? Was war das? Ganz genau. Ein Mörder ist unterwegs. Okay, so viel dazu. So, hallo. Du. Je gesehen, wie jemand gehäutet wird? Oh, wie du weinen wirst, bevor du stirbst. Wirkt leicht aggressiv. Am besten entfernen wir den mal aus dem Kampf.
Ich will. Schon vergessen, dass das nichts bringt. Das sieht eigentlich aus, als würde es was bringen. Au! Aua! Zu viele für dich, Weitläufer! Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber ist schon nervig, wenn die sich einmischen, ne? So, erstmal eine Aufzehrung. Und jetzt verhören wir ihn. So. Gib uns Informationen über den da. Skun Fleischschlemmer hat Angst vor einem mächtigen Uruk zum Kampf von einem mächtigen Uruk zum Kampf herausgefordert zu werden. Verständlich, mächtige Uruks sind gefährlich. Andererseits, warum sollte ein mächtiger Uruk sich mit ihm abgeben? Sylvanischer Pfeil, Stufe 8, Chance von 33% bei einem tödlichen Kopfschuss, Fokus zu regenerieren. Nicht einschlafen, Sklave! Hier stehen noch mehr Schwerpunkte! Hoppala! Alle gemeinsam! Au! Da hat mich einer erwischt. Aus dem Weg. Oh Gott! Zu sterben, Feigling. Die Berserker sind manchmal etwas nervig. Hey! Ich hätte etwas Eindrucksvolleres erwartet. Ich nicht, ich habe nämlich gerade Informationen für dich bekommen. Also über dich. Ich brauche aber trotzdem mal kurz was zu knabbern. Und da hinten haben wir was. Ah! Aua! Okay, das ist nicht freundlich. Ergib dich, Wurm! Ich will mich aber nicht ergeben. Kleines Insekt. Das hast du davon, wenn du nach Mordor kommst. Ich werde dich fertig machen. Bin ich denn nach Mordor gekommen? Bin ich hier nicht hergebracht worden? Ich nehme an, es macht für die keinen großen Unterschied. Bringt ihn zurück! Au! Okay, entfernen wir mal den Bär. Oh, noch jemand! Komm ich zu einer schlechten Zeit? Gut, denn es ist Zeit zu leiden. Oh, der hat Furcht vor seinem Rivalen, das ist schön. Waldläufer! Noch einer. Endlich. Lass mich deinen Schmerz lindern. Für immer. Ich bin schon wieder in einen Hauptmannhaufen reingelaufen. Zu langsam. Na, es war ein Versuch wert, ne? Hast Schmerzen. Okay, verständlich. Mögen die meisten Leute nicht unbedingt. Ich sollte mich mal kurz nochmal heilen. Da kein Problem, alles ist gut. Was war das? Oh, schön dich zu sehen. Danke. Du
So, lass dich bitte treffen. Kampfaufzehrung. Aua. Au. Es kann sein, dass der schon wieder so ein macht mehr Schaden wegen hat. Du könntest es mit mir aufnehmen. Wenn ja, dann sollten wir auf jeden Fall dafür sorgen, dass der nicht so viel macht. Norsko muss ich mir auf jeden Fall merken. Generell mag ich es nicht, wenn die Leute mit Speeren, die Fernkämpfer, befördert werden. Okay, Ortak der Alberne hat tatsächlich bestanden, obwohl er nur Macht 4 hat. Waldläufer schlechter, den kenne ich, der ist gemein. So, seid ihr endlich fertig? Offenbar noch nicht. Ja, hab keine Details zu ihm. Hofft, dass niemand über seinen blinden Fleck Bescheid weiß. Okay, wisst ihr was? Wir kümmern uns nicht weiter um ihn. Er ist nicht wichtig. Was sind diese Türme aus Silber? Sie sind Lichter, die uns im Land der Schatten führen werden. Dort, wo alle anderen Lichter versagen. Es sind blasse Reflexionen des Lichts der beiden Bäume und Erinnerungen an ein verschwundenes Königreich. Es könnte sein, dass das hier direkt die Mission mit ihm ist. Deswegen machen wir die doch mal schnell. So. Duschrad gegen Latbak. Latbak, der Name kommt mir auch bekannt vor. Ach, komm, machen wir schnell. Ich zeig meinen Uruks, wie man mit einem Narren wie dir umgeht. Ich töte dich. So, haben wir Informationen über den Schleichtodesstöße können den erledigen. Immun gegen Fernkampf. Hallo. Der wirkt nicht psychisch ausgeglichen. So, dieses war der erste Streich. Ledbeck bekommt dafür ein bisschen Macht, allerdings bekommt er auch gleich ein Problem. Und so, ich brauche ein klein bisschen Raum hier. Oh Gott, oh Gott. Aber dann trefft ihr mich doch. Ich glaube, der hat diesen Vorschlag nicht ganz durchdacht. So. Dann nehmen wir das hier. Oh, das wollte ich gar nicht mitnehmen, ist aber in Ordnung. Leute, ihr könnt abhauen. Ich habe die großen Leute besiegt. Ihr könnt jetzt Panik haben, bitte. Aua.
Und nochmal den Stampfer. So, ich habe gerade mal auf die 2 gedrückt. Etwas, das ich öfter mal machen sollte. Wahrscheinlich besonders, wenn ich gegen einen Haufen Hauptmänner kämpfe, ne? Oh, ihr wollt nicht mehr? Warum denn nicht? Feiglinge. So. Chance von 35% bei einer Aufzehrung Geschosse zu erhalten. Okay. Fokus bei einer Bodenhinrichtung. Okay. So, und wir laufen weiter dahin, wo wir eigentlich hinlaufen wollten. Ich sollte mal kurz nachgucken auf der Karte, ob wir überhaupt... Wir sind gar nicht an der richtigen Stelle rausgekommen. So. Wunderbar. Hoppala. Auf unserer nächsten Runde werde ich so viele Karagor abschlachten wie sonst niemand. Dann wird mich der Hauptmann befördern. Und da hinten ist schon direkt die Mission. Der reagierte zum Glück sehr, sehr langsam. Ich meine, was heißt zum Glück? Es hätte jetzt nicht wirklich einen Unterschied gemacht. Die eine Wahrheit. Gollum giert danach, den leuchtenden Herrn zu den Artefakten zu führen. Mit jeder Entdeckung wächst die Macht des Geistes und seine Verbindung zum dunklen Herrscher wird klarer. Nun, wo ist er? Und er stellt wieder ein Lügner oder ein Feigling. Oder beides. Wenn du ihn mit deinen Drohungen verschreckt hast. Dann ist er ein Feigling. Lass uns deinen kostbaren Schatz finden. Die kleine Ratte ist nicht hier. Aber dafür ist ein Karagor da. Seine Beute aus der Luft. Tun wir es ihm gleich. Mhm. Und top. Am Karagor vorbei. Hier sind viele Karagor. Sehr, sehr viele Karagor. Da hinten geht's lang. Und hopp. Und da hinten geht's lang. Ich erkenne kaum was. Aber wir sind da. Warum brauchen wir 20 Leute dafür? Wenn wir uns dem Eingang der Höhle nähern, werden wir nur den Zorn des Grauks erregen. Ein präzise gezielter Pfeil sollte uns weiterbringen. Okay. Ah, wir locken ihn also weg. Beeindruckend, Talion. Damit sollte der Grauk eine Zeit beschäftigt sein. So. Lauf, 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 lauf. Eine Zeit. Das. Ja, toll. Eine Viertelminute. Ein Hauch des Todes hängt in der Luft. Ja, das ist nur Gollum. Die Frage ist, wie kommen wir hier wieder raus dann? Gole, warum überrascht mich das nicht? Weil wir schon öfter welchen begegnet sind? Tschüss. Und ich wollte darüber hoffen, um schneller zu werden. Hat nicht geklappt. Sieht aus, als hätte der Grauk den Kampf gegen die Karagor gewonnen. Und ein frischer Tod ist nah. Ist es unserer? Ich hoffe, es ist nicht unserer.
Wir hätten hier noch eine Nebenmission direkt nebenan. Geschöpfe, Ungeziefer aus den Tiefen der Erde. Durchsuche die Gegend nach dem Artefakt der Vision. Wir haben hier auf jeden Fall viele Gollum-Spuren. Da haben wir eine Spinne. Da haben wir ein paar Pilze. Okay, da oben könnte es sein. Da oben ist es. Fünf den Elben. Nur ihr könntet solch unerschlossene Kehle Brimbor. Kehle Brimbor. Der größte Schmied des zweiten Zeitalters. Ich habe die Sagen gehört, doch. Nun erinnere ich mich an meinen Namen. Ich formte Mittelerde. Ich fertigte die Ringe. Flieh, du Narr. Tja, das ist jetzt offenbar nicht nur etwas, das Gandalf gesagt hat, das ist jetzt eine allgemeine Redewendung. Der Schattenangriff. Halte rechte Maustaste gedrückt, tippe Y, versetzt dich augenblicklich an den Aufenthaltsort deines Ziels. So kannst du tödlichen Situationen entkommen, Festungen durchqueren, fliehende Feinde verfolgen oder auch aus der Entfernung in einen Kampf übergehen. Verbraucht zwei Elbengeschosse. Außerdem, Ghoul-Speier. Manche Ghule schleudern ihren Gegnern lieber ätzenden Speicher aus der Entfernung entgegen. Drücke Leertaste, um ihren Angriffen auszuweichen. Entschuldigung. Errungenschaft, einen Ring zu, sie zu knechten. Ich brauche gerade einen Weg, um hier rauszukommen. Da lang. Okay. Kein Problem. Ist das ein Hügel, über den man hopsen kann? Nein. Au! Okay. Kein Problem. Vielleicht doch ein Problem. Au! Aua! Aua! Ich bin gestorben. Flieh, du Narr. Ja, wird gemacht. So. Ich soll das... ich soll auf jeden Fall auf einen Ghoul zielen. Also soll ich wahrscheinlich auf jeden Fall... Ach, ich sollte zu dem Ghoul hingehen. Offenbar. So, Pfeile aufgefüllt. Sehr schön. Ah, und da oben soll ich hin. So, und weiter geht's. Nehmt mich mit. Verdammt, da hätte ich hochgemusst. Okay, hier kann ich auch so hoch. Bisher spuckt mich noch keiner an. Kommt noch, nehme ich an. Na, jetzt lasst mich doch. Lasst mich mit hoch. Danke.
nehme an, da oben taucht gleich ein Feind auf. Oh, nee, doch nicht. Wir müssen laufen. Autsch. Auf Nimmerwiedersehen. Ich habe all das zu verantworten. Deshalb sucht Sauron nach mir. Nein. Nein. Fürchten, der Herr ist gut. Er beschützt uns. Halt dein vorlautes Maul! Böse Waldläufer. Weiß nichts über den leuchtenden Herr. Ich weiß um die Legende. Wie Sauron dich täuschte, damit du die Ringe schmiedest. Er hat dich und deine Nächsten gefoltert. Und der Schatz. Hat der Herr ihn auch erschaffen? Wo ist er? Ich habe keinerlei Erinnerungen daran. Was spielt das für eine Rolle? Der Herr muss sich erinnern. Ja, das muss er. Wir finden mehr Schätze. Ja, ja, ja. Und dann führt er uns zu ihm. Auftrag abgeschlossen. Die eine Wahrheit. Meine Erinnerungen kehren zu mir zurück. Die Ringe der Macht. Neun den Menschen. Ihre Macht war ihr Untergang. Sie wurden zu den Ringgeistern. Ja, die Nazgul. Aber die Nazgul wurden zerstört. Nein. So wie viele, die mit den Ringen der Macht in Berührung kamen. Wie kommt er darauf, dass die Nazgul zerstört wurden? So, hast du das gehört? Ich hab den dreckigen Tag geschrien. Brecht ihm die Knochen! Nagel den fest! Moment, jetzt lasst mich doch mal kurz hier langlaufen und Dinge suchen. Ah, da unten ist es. Sehr schön. Und aufgesammelt. So. Okay, wir haben eine neue Mission. Hier ist er. Der schwarze Hauptmann. Gortau ist gefallen und die schwarzen Hauptmänner haben deine Herausforderung angenommen. Sehr gut, darum kümmern wir uns dann wohl in der nächsten Folge. Also, ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl, hinter die Kommentare und adios.